Ja, moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es wieder um einen weiteren Wetttipp aus unserem Sportwetten-Analyzer, das Tool, das uns jeden Tag neue mathematische Wahrscheinlichkeiten aus den einzelnen Spielen bringt. Und wir haben uns heute mal wieder ein Spiel rausgesucht aus einer komplett utopischen Liga, etwas ganz seltenes, auf das man selber trifft. Und das ist eben das Schöne aus dem Wettanalyzer. Man kann immer die Spiele des aktuellen Tages oder der aktuellen nächsten 24 Stunden sich ansehen, international. Und ihr seht, was es hier alles drin gibt. Wer hier diese Videos verfolgt, der weiß, hier gibt es also extrem viele Spiele jeden Tag aus der gesamten Welt. Und das ist genau das Interessante, weil man stößt immer wieder auf Dinge, auf Mannschaften und auf Ligen, auf die man sonst überhaupt nicht kommen würde. Und so bin ich eben auf Shia Sung Jung Shang gegen Tianjin Teda gestoßen. Ja, das ist ein Spiel, das findet heute statt. Und wir klicken mal auf Spiel analysieren, weil das ist eine Begegnung, in der es auf jeden Fall einiges an Toren geben wird. Ich zeige euch das mal hier in der erwarteten Anzahl an Tore. Ja, und ihr seht hier also einen sehr starken Hochlauf, ganz anders als in den deutschen Ligen. Ja, wir haben hier sehr hohe Wahrscheinlichkeiten von 3 und 4, sogar 5 oder auch 2 Toren. Ja, also das ist das Interessante hier. Da würde man kaum drauf kommen, wenn man sich in seinem Wettanbieter bewegt. Ich sag mal, solche eher solche Ligen zu setzen oder auf solche Spiele zu gehen, die man sonst eigentlich gar nicht entdeckt. Ja? Also würde man nicht drauf kommen. Ne? Wenn man hier mal guckt auf die Tippübersicht, dann sieht man hier alles grün auf der linken Seite bei den Übertore-Wetten. Alles grün. Das heißt, alles mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit besetzt, dass hier viele Tore fallen. Ja? Das heißt, über 1,5 Tore, 90%ige Wahrscheinlichkeit. Über 2,5 Tore Wette, 95% Wahrscheinlichkeit. Über 3,5 Tore Wette, 55% Wahrscheinlichkeit. Ja? Tor in der ersten Halbzeit, ja, wird kommen. Ne? Also Wahnsinn an der Stelle, was hier kommen wird. Und auf der anderen Seite, logischerweise, wenn die Übertore-Wetten gut laufen werden, dann werden die Untertore-Wetten eben nicht gut laufen. Ja? Und das sind hier im Prinzip an der Seite genau das, was man hier sieht. Es sind alles rote Felder hier. Ja, also finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Das ist auch mein Tipp. Also wenn ihr hier Bock drauf habt, da drauf zu setzen, dann seht ihr in etwa hier die Quoten. Moment, auf dem Tippblatt Nummer 2. Ja. Ihr könntet hier eine 1,1er-Quote, naja, okay, eine 1,3er-Quote, naja, aber hier eine 1,8er-Quote auf jeden Fall mit abstauben. Wenn hier so richtig Tore fallen und das sieht, wie gesagt, sehr stark danach aus, dann würde ich hier an eurer Stelle auf jeden Fall stärker reingehen in diese beiden, etwas mit höheren Einsätzen, damit ihr hier auch ordentlich Gewinn rauszielt, und hier mit einem mittleren Einsatz, damit ihr hier im Verlustfalle eben trotzdem das mit diesen Wetten wieder auffangen könnt. Ja. Ansonsten hier nochmal für euch der Überblick der doppelten Chance. Entweder Mannschaft 1 gewinnt oder es kommt ein Unentschieden, hat eine 65%ige Wahrscheinlichkeit. Dann haben wir hier Mannschaft 2 gewinnt oder es gibt ein Unentschieden. 55%, also schon deutlich geringer, ja, und die höchste Wahrscheinlichkeit ist, es gibt entweder einen Sieg Mannschaft 1 oder Mannschaft 2, aber es gibt keinen Unentschieden, ja, und das ist hier die höchste Wahrscheinlichkeit für die doppelte Chance-Wette. Und hier nochmal unsere Begegnung, Shia Sung Cheng Yang gegen Tianjin Teda. Sowas findet ihr nicht bei jedem Sportwettenanbieter, ja, nicht jeder Buchmacher bietet das an. Ich empfehle euch meinen Wettanbieter unterhalb dieses Videos, da kriegt ihr das auf jeden Fall hin, weil alles, was mit diesem Wettanalyzer ausgeworfen wird, funktioniert mit dem Wettanbieter, den ich euch unten verlinkt habe. Also, wer Bock hat auf dieses Tool, der kann das sich selber zulegen mit dem Link-Klick unter dem Video, und dann könnt ihr das hier jeden Tag selber machen mit all diesen Mannschaften und mit all diesen Spielen und Begegnungen, die ihr hier in dieser Liste seht. Und alles, was ihr machen müsst, ist jeden Tag einfach dieses Tool öffnen bei euch auf dem Rechner, auf Spiele laden klicken, dann dauert es 20 Sekunden, dann werden die ganzen Spiele reingeladen. Und unter Spiel analysieren könnt ihr euch dann die ganzen Spielanalysen eben angucken. Ja, das hilft enorm uns auf jeden Fall, um nicht mehr diese wahnsinnigen Ausreißer zu haben, nach oben oder nach unten.
um hier, ich sag mal, besonders hohe Verluste irgendwie einzunehmen, sondern man merkt, wenn man sich hier wirklich auf erstmal mathematische Analysen stützt und dann noch das eigene Gefühl und das eigene Wissen mit einbindet, dann ist man hier auf einer richtig, richtig guten Seite. Also, ihr kennt jetzt hier meine Tipps und wenn ihr Bock habt, dann tippt das einfach nach. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.